gerade in meinem Auslandssemester und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich diese Erfahrung machen darf. Aber so schön das auch alles ist, leider hat so ein Auslandssemester auch seine schlechten Seiten und oft hat man leider auch Heimweh. Und deswegen habe ich heute meine drei Tipps für euch, damit ihr euer Heimweh am besten übersteht. Ich habe mir vor meiner Abreise eine lange Liste geschrieben mit Dingen, die ich gut finde an meinem Auslandssemester und auch Gründen, warum ich hier bin. Und wenn ich zu Hause vermisse, dann schaue ich mir gerne einfach diese Liste nochmal an, um dankbar dafür zu sein, dass ich hier bin. Außerdem hilft es mir sehr, wenn ich mir Leute suche, die um mich herum sind. Ich gehe also mit Freunden raus, wir gehen was essen. Ich habe mir eine Tanzgruppe hier gesucht. Ich gehe hier zum Sport und lerne dabei neue Leute kennen. Also mischt euch unter, versucht so viele Kontakte wie möglich zu finden, die euch auch in solchen Situationen einfach von dem Heimweh ablenken können. Tipp 3 ist, nehmt euch die Zeit, die ihr braucht. Denn manchmal braucht man einfach einen Moment für sich. Es ist besser, wenn man einen Abend einfach auf dem Zimmer ist und einen Film schaut und einfach mal eine Pause hat. Und wenn du das Gefühl hast, du brauchst so eine Pause, dann nimm dir die Pause einfach, denn es ist völlig okay und du hast noch genug Zeit, das Land und die Leute zu erleben. Schreib doch gerne mal in die Kommentare, wie du es geschafft hast, über dein Heimweh im Auslandssemester hinwegzukommen.